Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Review-Kanal. Heute möchte ich euch mal versuchen zu zeigen, wie man den Brotbeutelriemen an dem Helm befestigt. Das ist so eine Behelfsvariante, wo man dann halt auch Tarnzeug an den Helm anflechten kann. Außerdem zeige ich euch, wie man den Gurt an den Karabiner anlegt. Und am Ende hätte ich noch eine Frage an euch. Aber fangen wir erstmal an. Ich hoffe, das geht mit den Handschuhen. Die machen das nämlich nicht gerade einfacher. Das ist natürlich, ich sag jetzt mal, nicht ganz so passend, wenn man das im Winter macht, denn natürlich hat das wenig mit Tarnung zu tun im Winter. Also man klipst dieses Teil dran und legt dann hier so eine Schlaufe, legt den Gurt einmal drumherum, geht mit dieser Seite durch diese Schlaufe durch, zieht das ein Stückchen fest. Moment. Achtet natürlich darauf, dass das auch ein bisschen schön aussieht. Legt das dann hier so über die Glocke drüber und klipst das einfach auf der anderen Seite fest. Das ist das Problem, dass sich der Gurt ein bisschen geweitet hat. Ich muss die Handschuhe ausziehen. Da kann man natürlich den Riemen vom Brotbeutel noch ein bisschen enger machen. So. Das Ding ist bockensteif, weil es schon gefroren ist. Na, Mist. So, jetzt. Genau. So. So sieht das dann aus. Jetzt kann man hier natürlich Sachen reinflechten. Ist eine sehr schöne und auch extrem effektive Behelfsvariante. So, das war Nummer 1. Nummer 2 wird jetzt der Karabinergurt sein. Ups. So, das ist dieses Teil hier. Und am Ende versehen mit diesem sogenannten Frosch. Das macht man. Das Ding ist genauso steif. Meine Fresse. Das hätte man vielleicht drin machen sollen. Ja. So. Zieht das hier raus. Geht jetzt von dieser Seite, wo diese kleine Einfräsung ist, das ist dann letztendlich für dieses Stückchen hier. Geht mal mit dem Gurt durch. Ach Mist, andersrum. Erstmal, genau, jetzt habe ich mich vertan, tut mir leid, Leute. Zuerst hier vorne durch. Dann durch den Frosch durch. So. Dann hier durch. Dann nimmt man sich dieses Ding hier wieder. Führt es da durch. Hier oben durch. Macht das fest. In welchem Loch ist ja egal, das ist ja dafür da, um die Größen einzustellen. Das Leder ist zu kalt. Krass. Na gut, meine Finger tun mir weh. Ihr seht aber, wie ich es gemeint habe. Jetzt hat man hier noch natürlich auch die Möglichkeit, den Gurt sich einzustellen, wie man das möchte. Gut, als letztes noch eine kleine Frage und auch unsererseits einen Vorstoß in Gefilde, die wir jetzt noch ziemlich
unangetastet gelassen haben. Es hat uns mehrfach schon die Frage erreicht nach, ich sag mal, Merchandise. Also das heißt, ich hatte ja in dem ein oder anderen Video, ich denke mal, das wird dann auch hier drunter verlinkt sein, den Paralightworks-Pullover an. Und jetzt hatten wir halt die Idee, dass wir uns, was die Möglichkeiten uns zu unterstützen, ein bisschen breiter aufstellen und tatsächlich eine kleine Charge von Paralightworks-Pullovern produzieren lassen oder halt besticken lassen. Und jetzt ist natürlich die Frage, das hat keinen Sinn, wenn uns das keiner abnimmt. Ob ihr vielleicht, der ein oder andere, halt wirklich Interesse daran hat, sich so einen Pullover zuzulegen. Es ist natürlich zu unserer Unterstützung gedacht und auch auf der anderen Seite eine, wie ich finde, sehr schöne Sache, weil wir werden uns jetzt auch alle, das ganze Team wird sich jetzt Pullover machen lassen und im Rahmen dessen wollen wir halt auch mal 20, 30 mehr machen und die versuchen halt zu verkaufen. Ich hoffe, das funktioniert und ja, ansonsten wärst du es dann an der Stelle schon wieder gewesen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Scheiß Wind.